Im Planet Music in Wien gastiert heute und am Sonntag die Magical History Tour, eine musikalische Reminiszenz an die Beatles, die Fabulous Four aus Liverpool. Was für Paul McCartneys Stiefmutter Angie und Stiefschwester Ruth Grund genug war, nach Wien zu kommen. Ich heiratete Jim McCartney, als Paul schon 22 Jahre alt war und meine kleine Tochter Ruth war damals 4. Schon am ersten Abend, als ich Paul das erste Mal traf, wusste ich gleich, dass er ein großer Star war. Denn ich schaute ihn an und sagte, ich kenne dich. Du bist doch auf einem Poster meines Cousins. Ich wusste also sofort, wer er war. Waren Sie je in einen der Beatles verliebt, wie etwa in Ringo oder George? Nein, die waren doch viel zu alt für mich. 20 Jahre älter, das waren für mich alte Männer. Als ich 15 war, waren die schon Ende 30. Haben Sie je einen Doppelgänger Ihres Stiefsohns getroffen? Of Paul McCartney? Ja, habe ich. Ein oder zwei im Laufe der Jahre. Und haben Sie auch eine Doppelgängerin Ihrer Tochter gesehen? Nein, nicht bis heute. Und das ist schon sehr erstaunlich. Würdet ihr als Schwestern durchgehen? Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass wir als Schwestern durchgehen. Ruth schaut mir mehr ähnlich als meine leibliche Schwester, muss ich sagen. Und ich habe auch erfahren, dass es Fotos gibt von Verwandten in Australien. Also das ist verblüffend, diese Ähnlichkeit. Ich habe im Internet viele Fotos von ihr gesehen. Auf manchen sieht sie aus wie Ruth, auf anderen wie ich, das arme Ding. Aber es gibt ja die plastische Chirurgie. Dass Lisbeth und ich uns ähnlich sehen, ist großartig. Ich bin sehr glücklich darüber und froh, dass ich wie sie aussehe. Werdet ihr also in Kontakt bleiben? Also mein Wunsch wäre es, dass ich den Kontakt aufrechterhalte und ich tue es natürlich auch. Lisbeth Bischoff ist Lisbeth ist in unserem Haus immer willkommen. Entweder für einige Tassen Tee oder... Ein Glas Wein, gell?